Erica Duggan ist eine gebrochene Frau. Seit 3 Jahren ist ihr einziger Sohn schon tot. Erica Duggan kommt jedes Jahr zu seinem Geburtstag nach Wiesbaden, dorthin, wo er gestorben ist, um an ihren Sohn zu erinnern. Dass er sich selbst aus freien Stücken das Leben genommen hat, so wie es die deutschen Behörden sagen, das kann und will sie nicht glauben. Es fällt mir sehr schwer, nach Wiesbaden zurückzukommen, vor allem jetzt an seinem Geburtstag. Denn unter normalen Umständen würden wir jetzt seinen 26. Geburtstag feiern. Doch das Einzige, was ich jetzt noch für ihn tun kann, ist dorthin zu kommen, wo sein toter Körper gefunden wurde, und seiner zu gedenken. Jeremiah Duggan starb im März 2003. Laut Zeugenaussagen stand der 22-Jährige am frühen Morgen an der Berliner Straße in Wiesbaden und lief plötzlich auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Auto erfasst und war sofort tot. Für die Staatsanwaltschaft war der Fall schnell klar. Selbstmord, keine weiteren Ermittlungen. Doch eine halbe Stunde vor seinem Tod hatte Jerry in Panik seine Mutter angerufen. Er werde bedroht und fürchte um sein Leben. Erica Duggan glaubt deshalb nicht an Selbstmord. Seit Jahren kämpft sie dafür, dass die Staatsanwaltschaft den Fall und die Hintergründe näher untersucht. Vergebens. It's like a huge pain. It's torment. Das tut so unglaublich weh, zu sehen, wie die Autos vorbeirasen und daran zu denken, dass man hier jemanden verloren hat, den man geliebt hat. Jede Mutter liebt doch ihren Sohn. Man zieht ihn groß und dann endet er am Straßenrand, wenn es denn wirklich so gewesen ist. Es gibt in der Tat einige Ungereimtheiten im Fall Jeremiah Duggan. Der Student aus England war seinerzeit nach Bad Schwalbach gekommen, um an einem Treffen des Schiller-Institutes teilzunehmen. Jerry Duggan ahnte nicht, dass das Schiller-Institut keineswegs eine humanistische Einrichtung ist. Es gehört zum weltweiten Imperium des US-Amerikaners Lyndon LaRouche, einem rechtskräftig verurteilten Betrüger. Seine diversen Organisationen agitieren vor allem gegen sogenannte oligarchische Kräfte in der Weltwirtschaft, krude Verschwörungstheorie. Der Journalist Helmut Lohrscheid hat in den 80er Jahren ein Buch über LaRouche und das Schiller-Institut geschrieben. Sein Fazit: Es handelt sich um eine üble Sekte. Die Mitglieder wurden angehalten, Berufe aufzugeben, ihr Erspartes einzubringen, weiter Geld zu requirieren, so dass sie teilweise beim Ausscheiden, so wurde es uns erzählt, auch relativ hoch verschuldet waren, ohne berufliche Perspektive dastanden. Im Internet finden wir Zeugnisse von Aussteigern aus der weltweiten LaRouche-Organisation. Alle schildern, wie die Gruppe sie unter Druck gesetzt hat. Um es platt zu formulieren, ich glaube, dass die LaRouche-Leute in der Lage sind, einen psychisch ganz schön fertig zu machen. Ja. Bei der Veranstaltung in Bad Schwalbach soll es nach Angaben eines anderen Teilnehmers zu antisemitischen Äußerungen gekommen sein. Jerry Duggan, der selbst Jude war, soll sich dagegen ausgesprochen haben. Danach sei es zum offenen Streit gekommen. Seit Jahren sammelt Erica Duggan solche Hinweise darauf, dass die LaRouche-Leute zumindest mitschuldig seien am Tod ihres Sohnes. Sie zeigt uns zum Beispiel das Gutachten eines Forensikers, das den offiziellen Unfallhergang in Zweifel zieht. Wurde Jerry Duggan in den Tod getrieben, weil er aus der LaRouche-Organisation aussteigen wollte? Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden interessiert diese Frage nicht. Sie verweist auf die Zeugenaussage, dass Jerry alleine an der Straße stand. Die Hintergründe, warum er sich vor das Auto warf, spielten nach deutschem Recht keine Rolle. In Großbritannien ist es sicherlich anders als bei uns. Wenn dort kein Hinweis auf einen Selbstmord vorliegt, dann geht man eben von Fremdverschulden aus. Und bei uns ist es umgekehrt. Wenn wir keine Anhaltspunkte haben für Fremdverschulden, dann müssen wir den Selbstmord akzeptieren. Das ist die freie Entscheidung des Einzelnen. Auch wenn diese Entscheidung vielleicht von jemandem mit herbeigeführt worden ist? Auch dann. Erica Duggan will jetzt noch einen letzten Versuch starten. Sie hat Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie kann es nicht fassen, dass ihr Sohn in die Fänge einer obskuren Organisation geraten ist und die deutschen Behörden sich nicht dafür interessieren. No, the case will never be closed until I know what happened to my son. And der Fall ist für mich nicht abgeschlossen, bevor ich nicht weiß, was meinem Sohn passiert ist. Mein Sohn hatte das Recht zu leben. Er hatte Pläne, Träume.
Er wollte so gerne anderen Menschen helfen. Und jetzt ist er einfach weg. Ich kann das nicht akzeptieren, dass sein Leben so abrupt endete und ich nicht weiß, was passierte. And therefore I can't let that happen and that life be cut short without knowing what happened. Doch die Chancen stehen schlecht, dass Erica Duggan jemals erfahren wird, was genau an jenem Morgen im März 2003 geschehen ist.